Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich habe ein relativ günstiges Dreimann-Zelt hier heute da und das wollte ich mit euch zusammen mal aufbauen und anschauen. Ist noch original verpackt, hat man noch nie benutzt und ich bin wirklich mal gespannt. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Ein paar Maße, also das Zelt wiegt 3,3 Kilogramm, ist kein Leichtgewicht, ist für drei Leute gedacht eigentlich. Und für drei Season, also das heißt, drei Jahreszeiten Zelt wäre das. Und da sieht man ja die Maße, 2,15 quadratisches Maß und 1,25 Meter von der Höhe her. Ich sage immer, bei ein Dreimann-Zelt, dann ist es für zwei gut geeignet. Aber das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Also packen wir das mal aus, was da drin ist überhaupt. Da ist ein Beipackzettel, der ist fest eingenäht an dem Packsack und ja, da sieht man halt, wie man das eben aufbauen muss, das Ganze. So, in dem kleinen Packsack sind hier die Heringe drin und ein paar Abspannschnüre. Das heißt also, im Prinzip muss man das Zelt gar nicht abspannen, sondern das ist dann höchstens, wenn es halt mal ein bisschen windiger ist oder wenn man halt länger irgendwo ist, dann kann man das auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier einmal ein Netz. Das ist dann so ein kleines Gepäcknetz. Zeige ich euch später noch. Und hier die Zeltstangen. Alles noch schön verpackt. So sieht das aus. Gut, dann haben wir hier einmal das Innenzelt und das Rainfly, das Regencover, den Regenschutz. Dann bauen wir das Ganze mal auf. Schon mal der erste Teil ausgelegt. Hier ist dann der Eingang. Auf der anderen Seite ist auch nochmal Eingang. Also 1, 2 Eingänge, finde ich sehr gut. Da sind dann die Clips für die Zeltstangen zum Festklippen. Genau. So, ich habe schon mal die Zeltstangen so draufgelegt, wie die dann nachher gehören. Die sind, also da ist noch eine kurze dabei, das ist dann für oben, das zeige ich euch auch gleich. Und die sind komplett aus Alu, also kein Fiberglas. So, und dann sieht man relativ gut, hoffe ich, dass man die hier so einhakt, die Stangen. Ja, wie bei jedem Zelt halt. Geht schön schnell immer sowas. Dann kann man auch wunderbar alleine aufbauen. So, das ist die kurze Stange, die wird jetzt hier einfach reingesteckt, da festgeklippt. Und auf der anderen Seite genauso. So, und jetzt kann man das eben da oben einfach mit einer Schleife zubinden. So, das Mesh, das sieht in Ordnung aus. Kein Riss oder sowas. Die Nähte hier. Da, wo es wichtig ist, schon auch ganz passabel aus. Da oben sieht man noch mal die kurze Stange. Gut, soweit macht es einen ganz guten Eindruck, finde ich. So, Heringe sitzen, das hält hier auch ganz gut. Und ja, Reißverschluss scheint auch ganz gut zu gehen. Also wenn das Zelt auf perfekter Spannung ist,
da fehlt sich dann nichts. Aber dann schauen wir dann im Anschluss nochmal rein. Jetzt machen wir erstmal das Rainfly drauf, würde ich sagen. Der Seite ist mir ein bisschen der Platz ausgegangen, darum habe ich die andere Seite als Eingang jetzt offen gelassen. Da sieht man nochmal die Lufthutzen. Da ist noch so eine Schlaufe, da kann man die Zeltstangen eben verknoten und dann sitzt das Ganze. Macht Sinn, wenn es dann windig ist oder man länger draußen ist bei schlechterem Wetter. Ich verzichte heute darauf und hier sind die Schlaufen für die Abspannschnüre nochmal. Das Ganze ist schon schön stabil, auch ohne Abspannschnüre und so weiter. Finde ich gut, wenn man dann mal ein schlechtes Wetter hat mit Regen, ist man dann doch schnell beim Aufbau fertig oder mit dem Aufbau und kann sich dann in das Zelt verkrümeln. Den Rest kann man dann ganz mit Ruhe machen dann. Jetzt habe ich gerade gesehen, Anfängerfehler, ich habe den Eingang vielleicht, wobei eigentlich passt es von der Seite her. Also man kann das dann eben austauschen, ob man die Seite nehmen will oder die Seite. Was mir jetzt gleich ins Auge sticht, es gibt fast keine Abside, das heißt also gar nichts, wo man das Gepäck eigentlich jetzt unterbringen kann, außerhalb, wenn es nass ist, sondern müsste es mit reinnehmen. Das ist dann so ein bisschen eine Geschmackssache, ob man das machen möchte. Ich persönlich habe ja für meinen Rucksack sowieso immer meinen wasserdichten Packsack und dann würde ich es auf jeden Fall draußen lassen, nur das Wichtigste mit reinnehmen. Kommen wir zum spannenden Teil, gehen wir doch mal rein jetzt. Mal zu und öffnen mal bloß. Den Schutz und so kann man dann eben wunderbar rausschauen. So, da oben ist dann der typische Lampenhaken und hier sieht man noch mal so kleine Ösen und zwar kommt da das kleine Aufbewahrungs- oder Gepäcknetz rein. Das machen wir jetzt schnell noch. So, da ist das Gepäcknetz jetzt dran und dann kann man, ja, kommt drauf an, wie weit das Zeug runterhält. Macht aber nicht viel Sinn, die Lampe da noch dran zu hängen, weil da sowieso viel Schatten entsteht. Also muss man sich schon entscheiden, ob man eine Lampe hinhängen möchte oder lieber das Gepäcknetz. Hier haben wir noch so eine kleine Aufbewahrungstasche für Handy, Lampe und Co. Es ist nur eine da. Okay, deswegen haben wir da oben nochmal das Netz. Alles klar, passt. Die Deckenhöhe ist natürlich einwandfrei. Ich kann hier ganz bequem sitzen, habe noch Platz nach oben. Also sehr schön und naja, die Aussicht ist natürlich auch hervorragend gerade, macht natürlich richtig Laune und ja, vom Boden her, das ist schön mit dem Moos gerade. da würde ich aber empfehlen, weil der Boden ist jetzt nicht unbedingt so ausgelegt, dass man den auf einen Waldboden ausbreiten sollte, da vielleicht doch eine Unterlegmatte oder so eine Stechschutzmatte von der Bundeswehr, die Elefantenhaut, in dem Fall zwei, würden dann ganz gut gehen, nochmal mit drunter packen. Genau. Ja, was soll ich sonst sagen? Ist alles recht gut gemacht. Die Nähte passen. Ich habe mir heute den Tag extra freigehalten zum Testen des Zeltes, weil ich auf Regen gehofft hatte. Die hatten nämlich im Wetterdienst Regen vorausgesagt. Und typisch ist natürlich schöner das Wetter, klar. Aber ich wollte es unbedingt testen, wenn es natürlich auch mal nass wird. Ich habe keinen Garten zur Verfügung. Das ist von dem her schade. Das heißt, ich muss mal wieder einen Langzeittest machen. Und das öfters mal ausprobieren. Aber das Zelt wird wahrscheinlich sowieso mitgehen. Dieses Jahr auf Camping, auf einem Campingplatz. Ja, dann werden wir schon sehen, was das so hermacht, das Ganze. Oh, ja, der Platz ist ausreichend zum Liegen, definitiv. Und drei Leute gehen da auch tatsächlich rein. Kein Thema. Einziges Manko ist eben mit dem Gepäck. Also das müsst ihr halt draußen lassen in dem Fall dann bei dem Zelt. Das hilft nichts. Ich möchte das nasse Zeug in dem Fall nicht im Zelt haben. Wenn man das Zelt eben sich kauft, vorher überlegen. Man sieht ja, was man sich kauft. Also im Prinzip bei mir persönlich ist es egal. In dem Fall, so, drei Leute, einer in der Mitte noch, mit dicken Schlafsack. Vielleicht ist überhaupt kein Thema.
So, mein erster Eindruck, ihr habt es ja selbst gesehen, das Zelt ist soweit in Ordnung. Da gibt es nichts, wo man jetzt meckern kann. Leider hatten wir keinen Regen. Ich würde gerne wissen, ob das natürlich wasserfest bzw. eben regen- und windtauglich ist, wobei ich mir sicher bin, dass es bei Wind und stärkeren Windböen kein Problem sein sollte. Ja, für wen eignet sich das Zelt jetzt? Ich finde, für jeden, der jetzt nicht viel ausgeben will und mit seinen Kindern mal Camping machen möchte oder im Wald übernachten will, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wobei ihr da aufpassen müsst, der Boden ist natürlich für Wiesen ausgelegt und jetzt nicht für den Waldboden. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, dass da gleich was kaputt gehen würde, aber ich bin da immer vorsichtig und deswegen würde ich da noch mal eine Unterlage mit drunter nehmen. Ansonsten auf jeden Fall für Motorradreisende, weil ich finde, das Packmaß, das geht auch gut in den Alukoffer mit rein. Und ja, allgemein eben Camping ist auf jeden Fall dafür geeignet. Bei mir wird es so sein, ich werde das Zelt mit Sicherheit mal auf ein paar Treffen mitnehmen, weil es für mich die optimale Größe hat. Ich mag das nicht so, immer in ein Mann Zelt zu liegen bei solchen Treffen, wenn ich dann kein Dachzelt oben habe, zum Beispiel. Oder halt jemand dabei ist, der dann ein Zelt braucht. Da ist es optimal, weil ja eben doch drei Leute Platz haben im Notfall oder halt gemütlich eben zwei. Wie ich schon gesagt habe mehrmals, es ist schade, dass keine größere Apside dabei ist, aber das weiß man ja, wenn man das Zelt sich aussucht, dann sieht man das ja auf Fotos schon. In dem Fall würde ich dann empfehlen, die Rucksäcke und das ganze Zeugs draußen in einem wasserfesten Packsack zu machen, dass man innen drin noch den schönen Platz hat. Und das kann man ja dann noch mit drunter legen. Es geht ja dann noch unter die kleine Apside. So, ich darf das Zelt jetzt natürlich noch abbauen und hoffe, ich kriege das wieder schön im Packsack rein. So, ihr habt es gesehen, es ist kein Hexenwerk, das Ganze zusammen zu falten wieder und in den Packsack reinzukriegen. War recht angenehm. Es ist immer ganz wichtig, dass so Hexagonform oder so erstmal in quadratische Form gebracht wird und dann Rechteck. Dann kann man schön zusammenrollen und immer ein bisschen an dem Packmaß orientieren oder an den Zeltstangen von der Breite her und dann einwickeln. Dann geht das immer ganz gut. Ich werde jetzt mein Zeug noch ein bisschen zusammenpacken und jetzt mir erstmal einen wohlverdienten Kaffee einschenken. Jawohl, extra zu Hause noch gemacht, weil ich keine Lust mehr habe auf das Zeug, dieses Einrührpulverzeugs da, Instant-Kaffee. Also dann, Prost, Freunde. Schwieriges Licht gerade, deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, bleibt's gesund, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, kostet nichts. Also dann, bis demnächst, ciao.